Hey Freunde des irrsinnigen Verstandes, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Borderlands 3. In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, Maya zu retten aus den Fängen von Locomöbius. Am Anfang habe ich ein bisschen gestruggelt, aber dann ist mir eine bestimmte Waffe wieder eingefallen, was wir haben, Korrosionsschaden. Der Zug, ja, hat's bereut. Er hat's eindeutig bereut, Maya zu entführen. Jetzt schauen wir weiter, wie es weitergeht. Wo ist die hin? Die glitzernde, dornige Hülle. Der Panzerhandschuh. Wann immer wir uns verteidigen mussten, habe ich mir vorgestellt, dass sie an unserer Seite war, um uns zu schützen. So. Hey, warte, wo willst du hin? Kommst du nicht mit mir? Der Zug fährt los, Großer. Deine letzte Chance. Ich erinnere mich daran. Wieso kommst du nicht mit? Töne Albert klatschen auf den Boden! Ich sagte ihr, dass wir ihr nichts zu bieten hatten. Wir waren so lange alleine da draußen und haben ums nackte Überleben gekämpft. Und dann ist es passiert. Sie hat mich gehört. Das Leben ist mehr als nur zu überleben, du Dummerchen. Hast du denn gar nichts, für das es sich zu kämpfen lohnt? In diesem Moment wurde mir klar, dass wir das hatten. Ah, unendlich mal, ja! Ein ausgenommener Fisch! Du sagst es, Alter. Sie ist die Einzige, die mir je Hoffnung schenkte. Ist es immer noch? Ich wünschte, ich könnte sie mitnehmen, wenn ich gehe, aber egal. Gehen wir zurück. Vielleicht verstehen sie sich dann auch wieder. Oh. So. Hier noch was? Nö. Krieg? Ich weiß, ich hatte dir damals versprochen, dass wir uns wiedersehen, als ich Pandora verließ. Seitdem ist viel passiert. Ich habe dieses Mädchen kennengelernt. Sie ist echt schwierig. So wie ich früher. Sie ist eigensinnig, impulsiv und dazu noch doppelt so stur. Aber sie ist noch ein Kind. Und sie braucht mehr Orientierung, als ich sie hatte. Ich sage dir das alles, weil... Nun, ich bin nicht sicher. Nicht sicher, ob jede Sirene weiß, wann sie die Person trifft, an die sie ihre Gaben weitergibt. Aber ich weiß es. Ava ist meine beste Chance, diese Welt für eine bessere zu verlassen. Im Moment stehe ich am Ende einer Kette von Sirenen, die mehrere tausend Jahre zurückreicht. Und ich spüre jede einzelne von ihnen in mir. Und ich weiß, dass weder Tod noch Zeit uns beide je auseinanderbringen können. Dafür bin ich einfach viel zu stur. Wenn ich also gehe, sollst du wissen, dass ich dich in den Sternen sehe, Großer. Versprochen. Oh. Schöne Geschichte. Oh, der arme Krieg. Da tut mir schon ein bisschen leid. So, Panzerhandschuh.
Wir haben jetzt Maya hier. Oh, hi. Kann ich nicht mit ihr reden? Doch. Nur weil es immer sechs sind, heißt das nicht, dass sie immer gleich bleiben. Ein Wandel lebt in der Luft. Aha. Ach, geht um die Sirene. Was ist das? Ich empfange einen verzerrten Gedanken innerhalb der Grenzen dieser Erinnerung. Interessant. Geh zurück und sieh dir das an. Ja, später. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, jemandem mit Aggressionsproblemen zu erklären, was ein Schlager ist. Sonnenuntergang in Blau! Gut, wir haben den Panzerhandschuh. Die Statue ist fast komplett und dann bin ich hier raus. Stacheln für den Stürmer! So. Wir haben es fast geschafft. Wir brauchen nur noch die Maske. Dann können wir Kamahala betreten. Wohin müssen wir, Kumpel? Nirgendwo hin! Das Chaos ist abgesagt! Was? Wovor hast du auf einmal solche Angst? Das Weiß eines Mantels! Oh, ja. Was? Was ist los? Um die Maske zu holen, müssen wir uns an den Anfang begeben. Als er und ich uns zum ersten Mal begegnen. Ui. Der Nadelmann kommt! Alle mal drauf auf den Schmerz zu! Das könnte ziemlich ruppig für uns werden, aber mach weiter, Kammerjäger. Wann immer du soweit bist. Ja, machen wir. Ist nur die Frage, wo ich hin muss. Ah, hier hinten, da war ich noch gar nicht. Hey, Krieg. Hyperion. War er bei Hyperion gewesen? Bist du sicher? Wir waren nicht mehr hier seit... eigentlich noch nie. Ich wusste nicht mal mehr, dass es noch hier ist. Rasiermesser, tote Winkel! Benediction of Pain. Okay. Als wir begeben uns jetzt zu dem Ort, wo Krieg eigentlich entstanden ist. Sag ich mal so. Also in der Art und Weise entstanden, dass quasi seine Psycho, also sein Geist getrennt wurde zwischen von Psycho zu gesund. Und gesund, ja. Ziemlich hart. Komm schon, Ladebildschirm. Beeil dich. Hallo? Bist du noch da? Ich bin da. Ich bin hier, keine Sorge. Tut mir leid, das ist komisch. Ich sehe dich nicht mehr. Als wäre ich hier blind. Mach einfach weiter. Ich versuche dir so gut es geht zu helfen. Alles klar, danke. Vielleicht hast du hier noch nicht existiert. Aber er. Oh. Und du kommst dann einfach nur in seine Gedanken. Hyperion. Was siehst du? Ich sehe eine Art Hyperion-Labor. Dein Freund ist hier festgegurtet. Hyperion? Stimmt. Ich war dort für einen Job im Labor, aber sie haben mich erwischt. Mich getrennt von... einem Trog mit gesundem Frühstück! Nein, ich... verdammt. Ich hatte es für eine Sekunde, aber dann war es weg. Beeilung!
Okay. Ich erinnere mich, hier eingesperrt worden zu sein, bewacht von diesen gelben Metallschweinen. Die Türen haben sich nur für sie geöffnet. Monsterbaum! Ja, er hat recht. Du musst deinen eigenen Bord bauen, um diese Türen zu öffnen. Ja, machen wir. Okay, versuchen wir es noch einmal. Also, Kumpel, was sagt das Naturwissenschaftsbuch zum Mathebuch? Du bist weit weg von den ausgetretenen und blutigen Pfaden, wie man so schön sagt. Dieser Bereich von Kriegsverstand ist verhüllt von einer Art... Bitte entschuldige den wissenschaftlich unpräzisen Ausdruck, aber ich habe so etwas noch zuvor gesehen. Lass mich wissen, wenn dir ein besserer Begriff einfällt. Okay. Hier ist nun die Lode los. Informationsstatus. Dann. Suboptimal. Wir müssen uns eine Lode bauen. Das ist ja lustig. Alter, die Überwacher. Loader. Oh, das ist schon Typ 2er. Ist Daddy? So, jetzt können wir das eine Echo nicht anhören. Weil Tennis uns dann wieder reingequatscht hat. Böse Tennis. Das Gute ist, ich würde mich eh hier umsehen. Bitte sammle noch mehr Daten der sich wiederholenden Gehirnwelle, Kammerjäger. In der Nähe sollte eine Sonde sein. Ist er auch. Ich habe sie schon gefunden und nein. Leggy Larry. Legendary. Ich hätte es so geweint, wenn die runtergefallen wäre. I see you. Die Namen sind toll. So, hätten wir jetzt, glaube ich, alles. Du musst unseren Bord vor der Sicherheitskamera aufstellen, damit sie ihn als einen der ihren erkennt. Aha. Aber ich muss erstmal hier drin so ein bisschen Sachen sammeln. Was
heißt quasi... Ich will jetzt nicht zu viel spekulieren. Ihr könnt ja besser spekulieren, wenn ihr wollt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist... Handsome Jack. Eine Kugel. Oder was auch immer. Spritzer. Warte mal. Könnte es... Das Krieg. Das ist ja ein komischer Salader. Subjekt inaktiv. Möglicher Programmierfehler. Zutritt verweigert. Hey. Ach, sie fallen nicht drauf rein. Ah, ich bin der Fleischmaestro. Monstrosität, öffne die. Es heißt Sesam, du Blödmann. Oh. Verlange Extraktion. Sie glauben es immer noch nicht. So geht's auch. Ich kann dein Vorgehen nicht verurteilen. Manchmal hilft es, alles kaputt zu schlagen. Also scheinbar können wir... Diese Türen haben mich verschluckt. Als ich drinnen war, wusste ich, dass ich nie wieder rauskommen würde. Vielleicht bin ich es nie. Also ich habe eine ganz, ganz komische Theorie gerade. Ich will aber noch nichts darüber verraten. Ich werde am Ende eher sagen, ob die Theorie stimmt oder nicht. Alter! Klauen die mir einfach hier eine rote Kiste. Du musst ihn da rausholen, aber ich kenne mich da drin null aus. Ich kann diese Käselöcher penetrieren! Hä? Käselöcher? Hör auf ihn, schätze ich. Irgendwie von der Sprungphysik ist das wie Elpis gerade. Als wie auf dem Mond. Down. Die Überwacher gehen mir auf die Nerven. Oh, Pipi-Loader. Ein bisschen so Gegner Recycling. Hotloader. Nein.
hat halt nur eine totale Streuung. Deswegen ist sie auf der größeren Distanz nicht so effektiv, die Waffe, was ich schade finde. Wenigstens eine letzte, die eine ist hier runtergefallen, das finde ich nicht toll. Das regt mich schon besser auf, dass die eine Waffe abgestürzt ist. Die ist total abgestürzt, ey. Station. Das heißt, Alter! Das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und schaltet natürlich das nächste Mal dann auch wieder ein. Hier bei Borderlands 3. Bis dahin, auf Wiedersehen.